Läufer, Wanderer und Nordic Walker. 33. Quedlinburger Waldlauf. Eine lange Tradition und einen guten Ruf in der Region, aber auch darüber hinaus besitzt die TSG Gutsmuts 1860 Quedlinburg. 3, 2, 1 und da ist es geglückt, der Startschuss. Seit 1979 ist sie Veranstalter des zur Tradition gewordenen Quedlinburger Waldlaufes. Ein schöner Frühlingstag erwartete die Teilnehmer der diesjährigen Veranstaltung, die bereits zum 33. Mal ausgetragen wurde. Zum Lauf war das Wetter bestens geeignet. Es war kühl, trocken und auch die Sonne ließ sich sehen. Schirmherr Oberbürgermeister Dr. Eberhard Brecht ließ es sich nicht nehmen, diese bedeutende Laufveranstaltung zu eröffnen. Conny Suto hat es eben gerade gesagt, wir haben die Laufstrecke etwas in den besseren Zustand versetzt und wir haben mit unserem Amtsplatz einen Riesentitel gemacht mit dem Quedel und das war vielleicht auch ein kleiner Beitrag, dass unser Quedel so erfolgreich war und so viele Kinder und Jugendliche mit an den Start nach hier bringen wird. Das ist eine ganz tolle, erfreuliche Entwicklung. Wir haben heute wieder eine große Zahl von Profis, Semi-Profis und Hobby-Sportler am Start. Und ich finde, jeder hat hier sein Recht zu starten, jeder nach seinem Leistungsvermögen. Und es soll ja auch ein Stück Freude machen. Gut besetzt war auch der Mathildenlauf über 5,6 Kilometer. Jeder Teilnehmer wollte sich eine gute Startposition verschaffen. Hier ging es aber nicht um Bestzeiten, sondern vielmehr darum, etwas für die Gesundheit zu tun. Nach dem Start trafen wir bei diesem Waldlauf auf den bekanntesten deutschen Marathonläufer aller Zeiten, den Doppel-Olympiasieger Waldemar Czerpinski. Also ich bin deshalb gerne in Quedlinburg, weil es A, hier eine wunderschöne Gegend ist zum Laufen. Ich bin ja hier auch gleich über den Huckel drüber zu Hause. Und deshalb denke ich, ist es schön, wenn man hierher kommt und immer wieder die alten Freunde, die man jetzt schon über 30 Jahre kennt, eben dann hier wieder sieht und mit denen ganz einfach gemeinsam die Leistung der Sportler ganz einfach beglückwünschen kann. Ich wollte eigentlich noch versuchen, in der Mitte zu laufen, aber ich habe vor einem Dreivierteljahr einen doppelten Wadenbeinbruch gehabt und einen Bänderabriss. Und da sind Wettkämpfe jetzt noch nicht geeignet. Das hat sehr lange gedauert und daran sah ich, dass man älter wird. Es dauert alles länger, auch wenn man solche Verletzungen hat. Und deshalb ist es noch nicht möglich gewesen. Aber ich kann schon noch ein bisschen joggen und das heißt, im nächsten Jahr bin ich wieder dabei. Nun begann das Warten auf das Eintreffen der ersten Läufer in den verschiedenen Wettbewerben. Die Besucher der Veranstaltung machten es sich inzwischen bequem und nutzten die wärmenden Sonnenstrahlen am Ziel. Von Anfang an zog sich das Starterfeld des Mathildenlaufes schon auf dem ersten Kilometer weit auseinander. Das sollte sich bis zum Ziel auch nicht ändern. Mit großem Vorsprung erreichte Fabian Lippe von der HGL Wernigerode das Ziel. Mit größerem Abstand folgten die nächstplatzierten Dirk Schulke aus Eckernförde und Michael Lippe. Nun kam eine ganze Weile gar nichts und dann kamen die Läuferscharen Schlag auf Schlag ins Ziel. Zwischendurch mischten sich die Läufer des zuvor gestarteten König-Heinrich-Laufes, der über 14 Kilometer führte. Diese Starter sind an den rot umrandeten Startnummern zu erkennen. Als Erste erreichten hier Danilo Reiche von Germania Halberstadt und Enrico Dietrich aus Wernigerode das Ziel. Durch die vielen Altersklassenwertungen blieben beim Zieleinlauf für die Laien viele weitere Gewinner unerkannt. Verlierer gab es hier aber nicht. Der gesundheitliche Aspekt sorgte nur für Sieger. Im Ziel gab es dann für jeden Teilnehmer eine Erinnerungsplakette. Zum Frauentag erhielten alle Teilnehmerinnen der Läufe als Überraschung eine Rose vom rührigen Veranstalter überreicht. Auch wenn die TSG Gutsmuts Quedlinburg in diesem Jahr nicht mit einem neuen Teilnehmerrekord aufwarten konnte, wagten sich 794 Läufer, Wanderer und Nordic Walker an den Start im Quedlinburger Hüttenweg. Teilnehmersteigerungen gab es beim Gutsmuts Lauf der Schulen. 272 Schüler gingen hier an den Start, um eine möglichst gute Platzierung zu erreichen.
Ein kaum zu übersehendes Starterfeld begab sich dicht an dicht gedrängt nach dem Start auf den 2,4 Kilometer langen Kurs. Eine dichte Staubwolke begleitete die Läufer auf den ersten Metern, bevor es auf schmalen Wegen durch eine reizvolle Landschaft dem Ziel entgegenging. Ein Dank gilt allen Organisatoren und Sponsoren, die wie immer diesen interessanten, überregional bekannten Lauf ermöglichen. Alle Sportler waren sich einig, dies war wieder eine top organisierte, tolle Veranstaltung.